Ja. Obwohl, nee, läuft eigentlich. Das erste Aufbaumoment hast du immer. Ja, ja, wunderbar. Extra gesagt, noch nee, vorne haben wir hier gar kein Blei drin. Ich dachte, du würdest noch so 10, 20 Gramm von denen. Nee, warum? Wir haben nichts mehr drauf gemacht. Von der Scheibe ein bisschen abmachen. Weißt du? Also, aber fliegst du da schon mal? Ja, ja, eben. Also ist nicht ganz. Nee. Warum auch? Okay, Holz hier. Geht eigentlich noch. Das ziehst du ja nicht bis hier. Mach da vorne eine kleine Flasche dran. Toll, fliegen tut er. Muss man alleine kriegen. Aber gut gemacht. Ja, ich verdenke doch. Soll ich helfen? Okay. Ja. Und wir starten. Aber Barry spricht nicht an, ne? Achso, ja, könnte ich mal anmachen. Ne? Schön. Das war übrigens gut. Ja, das Hauptversammlung vom. Ach, wir kriegen Besuch, Bernd. Ja. Ich hatte zwar zugesagt, ja, aber. Ja. Besser Ratten im Keller als für Ratten, ja, im Keller. Ja, du kennst das doch. Da kommt, irgendwann kommen wir mal dazwischen. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht habt ihr halt drei Vögel hier. Aber das ist auch immer. Wer sind denn die ganzen Klamotten? Davon habe ich mir selber unter der Haare gerissen. Ja, jetzt verkloppt. In Ohrkurve liegst du im Scherz, ey. Und jetzt? Das ist dein eigenes Modell. Ah, ey, ey, oh. Naja, ja, ich habe zwar gutes Profil, aber. Ja, los. Okay. Das ist ja. Ja. Machen wir das. Ja, also hier ist der zweite Prototyp, den wir im Winter gebaut haben. Den ersten Prototyp, da gibt es auf unserer Homepage auch ein schönes Video vom Sommer letzten Jahres. Der Ralf hat dann daraufhin gesagt, den bauen wir nochmal. Dann haben wir den also von Grund auf, das heißt Rumpf, Fläche und so weiter, alles quasi aus Handarbeit gemacht. Beplankung, alles und so weiter. Alle Werte übernommen. Die Kerne sind von meinem Freund von der Wasserkuppennähe aus Hünfeld, vom Jörg Jansen. Der baut ja Top-Qualitäten, wie alle meine anderen Flieger auch. Also der Flieger ist schön, hat 2,12 Meter Spannweite. Knapp 10 cm mehr als meiner, aber ist alles auf Anhieb, hat funktioniert und wie gesagt, wir werden demnächst noch mal einen bauen, ein bisschen mehr Spannweite schon mal. Also. Oh, jetzt wird es dunkel hier. Ralf wieder seine Höhenfoto. Genau, okay? Ja. Der Schuss und dann ist Schluss. Genau. Der vernichtet ja die Energie. Aber die kommt gut. Rum, das die kommt, aber. Okay? Lieber? Ja. Hier. Jawohl! Zwei! Ja! Da musste derjenige, der den Vogel gehalten hat, der musste doch festgehalten werden. Ja, ja, das habe ja, ich ja, auch, das hab ich auch schon mal gesehen. Dann haben sie den von hinten festgehalten. Ne? Ich musste die messen. Schau, was macht er denn so? Warum macht er denn so?